Zeigen Sie die Sturmländer. Verkehrsproblem. Die Strecke folgt auf eine Verspätung. Die Zug, du musst pünktlich sein. Bonn. Okay. So. Ja. Und ja, willkommen zum Video heute. Wir fahren heute diese Baureihe, wir fahren den Steuerwagen, ich fahre den bis nach Bonn, dann ist da Schicht Feierabend. Wir fahren mit dem Doppelstock und ich hoffe, man kann mich hören und wir fahren mal los. Machen mich mal abfahrtbereit, dass wir uns ja Licht aus, Richtungswender, dann geht's mal los. Wir haben der Soundmod hier drin und wir fahren mal los, ne? So, wir fahren mal, schalten langsam mal auf, wir müssen beeilig sein. Das heißt, ich beeile mich ein bisschen, dass wir noch da was machen können. Oh, oh, rotes Signal, das ist schlecht. Ja, der Soundwert habe ich hier drin, das will nicht wundern. Oh, Donner. Wir kriegen die Ausfahrt noch. Jetzt muss er schaffen, halt diesen Button drücken, dass wir uns einfahrt Richtung Kölner Hauptbahnhof. Auf Gleis 9 müssen wir hin. Dass er uns die Ampelzentrale ja grün schaltet und dann kann die Fahrt dann loslegen. Und dann fahren wir von Köln hinaus und dann machen wir auf den Weg bis zum Bonn. Und ja. Und auch so. Verweigert. Ja, erstmal der eingefahrene Zug. Erstmal wird. Boah, hier ist ja viel was los. Viel was los hier. Grün, super. Ab geht's. Und. So. Dann geht's los. Auf los geht's los. Ich beeile mich mal ein bisschen. Mit den Sicherheitsanforderungen. Oh nein, ist doch grün. Nein. Ja. Ich hab doch befreit, du Affe. Leerstand. So. Was natürlich auch so bekannt, wir haben bekommen Sohn X, das so sein. Der ist schon der Dings ist schon drin gewesen. Und dazu, ja, wo das Ganze. Jetzt fährt er. Komm, beeil dich mal. Beeil dich. Wir müssen bimmeln. Mache ich mir die PCB erstmal aus, oder? Dann fahren wir ganz langsam. Mit 16. Eine Baureihe. Dies am Haken. 32, ich ahne schon. Wir kriegen das nicht mit. Verspätung bekommen wir schon jetzt. Also heute Pech und Pannen. Ihr bekommt nur die Standard-Sounds. Ich habe die hier diese Mod-Sound drin. Mit dem Roll-Sound und mit der Relischissen an. Sounds drin. Und rüber. Doppelstock. Falsche Panto. Ah, egal. Einfahrt Richtung Kölner Hauptbahnhof. Leiser Dom. Auch Wahrzeichen Köln genannt. Nächster Halte. Köln Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug- und Bahnsteigkante. Ich konnte ein bisschen laufen. Herzlich willkommen in Kölner Hauptbahnhof. Im Anschluss an Intercity Richtung Düsseldorf. Auf Gleis irgendwas. Bitte. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante. Erster Halt des Zuges. Bitte die Türen schließen sich. Bitte Abfahrt des Zuges. Bitte steigen Sie ein. Bitte Abfahrt des Zuges nach Bonn. Super. Ey, wir haben Glück. Ich hab Glück. Komm, Abfahrt. So, dann geht's los hier. Jetzt geht's los. So. Können Sie abwiegen. So.
bisschen Gas geben. Und los geht's. Nächster Halt. Berlin Süd. So. Ah, schön. Hab doch Glück. Ah, komm, befreien wir uns mal. Wir machen uns ein bisschen eilig. Wollen wir das machen? Befreien wir jetzt. Jetzt. Jetzt rüber. Super. Jetzt rüber. Ja, schön. Dieses Rollsound. Willkommen in sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen auf der Linie RB Richtung nach Köln Hauptbahnhof Richtung mit allem unterwegs halten. Wir fahren Köln, Köln Süd, Brügel und Köln Bonn Hauptbahnhof. Der Zug fährt überall. Und angenehme Fahrt. Nächster Halt, Köln Süd. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt Gas geben. Jetzt sitzt richtig Gas, jetzt geht's richtig rund. Wir fahren Gewitter, ja, habe ich keine Schnitte fertig gemacht. Na, egal. Es blinkt immer noch, was soll denn das denn? Und. So, 80 erlaubt, dann darf man 90 danach fahren. Oh, oh nö. Super. Ich mag den Sound, Alter, von diesem Sound. Da ist der Fernsehturm. Bisschen Gas versorgt wird. Bisschen Hupen, genau, dass die Leute ein bisschen wach werden. Bisschen, Intercity fällt ein. Ist aber teuer geworden. Mit den Preisen, ey. Ah, grün, super. Super, können wir da Gas geben? Was? Warum das denn? Verklag euch. Nein. Ah. Warum? Was soll denn das? Ich hab was. Also, ich muss dir sagen, Realität hört man auch so. Dann fahr jetzt. Lass die Bremse lösen und dann ab geht's hier. Und ab geht's. Meine Sound hat sehr gut Lock. Jetzt befreien wir uns mal aus System. Super. Ey. Ja, mit den Zwang sind da und so. Also vermeiden wir das erstmal rein und dann müssen wir weiterfahren können. Komm, Gas geben. Verspätung kann es kommen. Aber nur, wenn man einen richtigen Fahrer hat. Gut fahren tust. Da passiert, glaube ich, nichts. Nur bei schöner Verspätung. Aber du kannst ja jeden Tag bekommst du es. Bei uns ist so, bei uns hat er auch Verspätung, dieser RE98, also HLB genannt. Immer auch immer Verspätung. Der andere auch. Der auch beide statt 2 Stunden Tag fahren. Genau, ein bisschen Huppeln, ja. Bisschen rumdrücken. Langsam stellen. Langsam Fahrt. Der Sturm, gewitterig und so.
Jetzt gehen die Frames ab im Keller, was soll das dann sein? Ja, Leute, dann müsst ihr natürlich auch so, ja, Bedenken mit hochladen und so. Aber das, wenn wir wieder da draußen sind, dann beruhigt es wieder. Jetzt geht's wieder. Meine Herren, da muss ich noch einen stärkeren PC kaufen oder so. Kommt wieder nicht in eine Frage. Nächster Halt, Köln Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug- und Bahnsteigkante. Jetzt kommt noch eine Frage, besteht Maskenpflicht im Bus auch? Och, hör bloß auf, ey. Die Scheiße, ich kann es nicht mehr hören, den Scheiß. So, super. Gut, ich bin bei Bremsstil. Ich habe Bremssounds. Ich bin Bremsgubi. Aha. Ja, trotzdem ist ein RB. Regnet schön, es regnet sehr nett. Türen gingen auch gleich zu. Ach, hier kann man sich doch umsteigen und so mit der S-Bahn und sowas zum Beispiel fahren. Und ja. Ja, mal gucken. Wir machen aber ganz selten Videos. Ich guck mal schnell im Handy. So, der andere, die Ette ist auch schon online. Türen schließen sich. Achtung, Vorsicht bei Einfahrt. Achtung, Zugbetrieb. Bis zu. Weil die würden das immer ansagen. Die sagen, Achtung, Zugbetrieb und Mindestabstand und so. Also ich weiß ja davon, aber war ja hier in Warburg gewesen, weil ich noch eine Sache erledigt hatte. Ich habe mir gedacht, ich möchte auch mal erzählen, ich war im gestern Tag, war ich unterwegs gewesen, da habe ich das was gemacht und so. Da war ich ein bisschen NRW unterwegs gewesen. War jetzt morgens aufgestanden und dann ein bisschen telefoniert, ein bisschen Tasse Kaffee, Frühstück getrunken und so. Und danach langsam fertig gemacht. Und ja, morgens bin ich ein bisschen verwirrt und so. Da war das natürlich auch so. Und hab das gemacht. Und dann nochmal umsteigen und so. Und ein bisschen mit irgendwo hingefahren. Und bin auch wieder da und so. Er würde gerne befreien. Ah, jetzt geht er weg. Okay, jetzt geht's los. Beschleunigen wir jetzt 80 und danach 140 und 160. Jetzt 140 angesagt. Mein Zug braucht ein bisschen. Danach 160, jetzt. Schneller fahren. Ich habe noch was vor heute. Schneller fahren. Das ist schneller fahren. Cool. Kommendes Geld, ne? Schöne Sitze haben wir auch aktuell. Hier ist auch kein Licht aktiviert. Oh Mann. Ja, weil ja scheiße. Da frieren müssen und so, ist auch scheiße, wenn man Beispiel frieren muss. Das sind alle Sachen auch so weg. Welche Unternehmen waren auch pleite? Immer noch. Und so. Sehr geehrte Grüßen, die zugestiegen sind in Köln Süd und die fahren bis nach Bonn Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Brühl. Wenn Sie aussteigen, vergessen Sie nicht, Gepäck, Gegenstände mitzunehmen. Nicht im Zug, nicht liegen zu lassen. Vielen Dank. So. Ja, flott unterwegs, ey. Flott. Schön schnell. Da fahren wir durch. Dieses Hüsken da
Wir haben nur 7 Kilometer. So, nicht dran gewöhnen, nicht Gott zu spielen. Ja, hupen, ich weiß, ich hupe. Sehr wichtig. Rum, ein bisschen geschenkelt hier, ein bisschen, wer Kaffee getrunken hat und bums, liegt alles auf dem Boden. Also schön sauber machen, ne? Arsch flott. Vorsicht! Durchfahrt! Durchfahrt! Ich halte hier nicht. Ich auch meine Liste nicht. Brühl, da ich anhalten. Bei Brühl. Ich hoffe nur noch 160. Ist doch heute noch drin. Oh, regnet immer noch. Alter, Scheißwetter haben wir aktuell erwischt. Und so. Da fliegen alle natürlich Leute auch. Natürlich Herbst und Winter. Alles wieder kalte Jahreszeiten, ne? Und ich hoffe, wird es aktuell in dieser Zeit auch nicht so schlimm werden. Und so nicht so schlimm werden. Ich hoffe nicht. Und ich hoffe, diese scheiß Corona irgendwann beendet ist. Es geht mir voll auf den Nerven. Auf jeden Fall. Andere Sachen, die brennen tun. Weiter sofort. Ich hoffe mal, dass die Scheiße weg ist und so. Ich hoffe nicht. Ich hoffe. Dankeschön. Super. Gleich erreichen wir Brühl. Dann erreichen wir. So, Brühl. Auch ein bisschen leiser. Ich auch was verstehen kann. So. Also überschlägst ein bisschen. So, bremsen, diesen Bremskraft aufwenden, das Anhalten vorzubereiten. Wie viel Uhr? Okay. So, da sind wir doch in Brühl. Brühl ist auch so ein kleiner Bahnhof und so. Scheiß Sommertour bei uns da irgendwo live präsent bei uns machen. Also Live-Serien. Soll ja das so sein. Nächster Halt. Brühl. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Zug- und Bahnsteigkante. Und bitte lass ihn kein Gepäck liegen. Bremsen. Und Tür. Köln, Brühl. Brühl, der Ausstieg links um 10.49 Uhr ist Abfahrt wieder. Ah, ich war natürlich den AX gefahren, ne? Den habe ich doch zurückgefahren von Warburg nach Kassel, ne? Manchmal, es gibt Menschen, die einfach mich überall angucken, ich weiß nicht warum. Und ja, ich habe die Leute mich angeguckt im und so. Keine Ahnung, gereizte Stimmung aktuell haben. Immer noch, ja. Und ja, habe ich natürlich Ansage gehört. Ausstieg, wo ich angekommen war, Wilmshöhe. Nächster halt Ausstieg rechts. Ja. Die Tanz ist auch ein bisschen verwirrt. Soll natürlich so, aber weiß nicht, ob das gewollt ist. Aber natürlich, ne? So, jetzt Abfahrt. Wir müssen losfahren. Ups, das nicht. Das geht automatisch zu. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante. Erster Halt des Zuges. Okay. Okay. Ja, sehr wichtig.
Es hat gebrummt. Habt ihr das Donnern gehört? Sieht so ganz in Ordnung aus. Machen wir mal ein Bild hier. Zack. Zum Bild zum Abgeben. So, weiter geht's. Oh, wieder Pisswetter. Nächster Halt. Bonn Hauptbahnhof. In circa 10:45 sind wir da. So. Gibt's auch keinen Button, den wir auch so allgemein verwenden im Realitätsleben? Nee, wo kann man den Scheibenwischer ein bisschen hochmachen? Ja, ich weiß. Ist der Standard und so. Ja, manchmal gibt es viele Menschen, sagen, ja, kannst auch das Cap gleich anlassen. Nö, bleibt schön aus. Hä? Warum geht es hier nicht? Warum kann ich hier keinen Cap wieder machen? Das ist voll Schrott. Geht nicht, okay. Aber das bewegt sich doch, oder? Nö, okay. Nein, nicht. Ganz einfach. Jetzt müssen wir noch 15 Kilometer umschlagen. Und dann sind wir da. Ich will nur mein Ziel hin. Aber dazu fahre ich gutes Tempo, muss ich sagen. Unsere Doppelstopp sind auch bis 140 zugelassen. Meiner kann glaube ich etwas schneller. Aber bis 160, dann kann er den Zug nicht mehr. Und so war ein bisschen einkaufen gewesen. Und warum mal gucken, was ich noch sonst mache. Bisschen Laptop spielen, muss ich mal schauen. Irgendwas. Ach, übrigens, ich bin morgen nicht da. Ich habe morgen was vor, was ich immer mich beschäftigen wollte, um mich in der Tat umzusetzen. Meine Dings hier zu finden. Eine Sache wurde verloren. Und das will ich auf dem Wege bringen. Und einfach mal auf Versuche und mir das wieder abzuholen. Weil natürlich nehme ich natürlich noch ein Dings, nehme noch einer mit. Ich fahre nicht alleine, sondern nehme nur einen mit. Ja. Und mal schauen. Einfach mal Mitarbeiter wahrscheinlich mal fragen. Wie und vielleicht mal ein Pumpbüro mal reingehen. Und was natürlich gesucht wird, kann ich mal zeigen? Diese Tasche wird gesucht. Das ist doch meine Tasche und die wird gesucht. Also, okay. Also hab's mal gezeigt. Weil da gibt's 11 Kilometer und dann sind wir auch Rucki-Zucki da. Also schaut mal hin, da kommt der Glatte. Ist er natürlich noch viel zu früh noch da, ich könnte noch von mir aus nur eine Bockwurst essen. Da würde ich mal fragen, wie viel kostet so eine Bockwurst? Mit Senf auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn man beispielsweise beides essen würde, dann kriegt man natürlich auch heute auf morgen wieder Hunger. Ich war natürlich auch so gewesen, mit meinem Freund gewesen, haben wir was gegessen, wir waren auch spät zurück gewesen, nach Hause und so. Und das soll, wenn ich mich ja auch so, wird es bei mir nicht mehr sowas geben. Ich werde nur so sein, dass ich nur um Abend und so beiden Zeiten fahren kann und nicht mehr so spät so fahre. Das macht einfach keinen Spaß, wenn es so dunkel wird. Das macht eigentlich keinen Spaß, weil es liegt auch die Lichter auch so an. Und da komme ich nicht mehr später. Und ich komme wahrscheinlich auf schönen Abend. Vielleicht muss man schauen. Und ja, ist so gewollt, ist aber so. Ich muss auch mal ein bisschen was machen, ein bisschen pennen gehen oder irgendwas. Ich bin auf jeden Fall mein Freund auch nicht Dings hier. Der andere hatte auch keine Lust mehr gehabt. Mein Freund hatte auch keine Lust mehr, weil einfach alleine fahren macht auch keinen Spaß. Und so, naja, mein Freund hat sich auch ein bisschen was nachgelassen.
Ich habe keine Ahnung, wer die Zugfahrt interessiert. Also mir, ich war schon viel ewig immer Zügen interessiert. Immer mit so da in diesen Zeiten, wo alles noch normal war, können wir natürlich noch Verkehrsmittel einfach ohne diesen Schutz tragen. Ohne diese Masken. Könnte ich mit anderen Sachen tragen. Könnte einfach nur mit ohne Maske fahren. Einfach so normal. Das wollen wir natürlich alle. Aber nochmal so ein Geben, das weiß ich nicht. Man kann auch nie sagen, wie die Entwicklung da ist. Das ist ein unbekanntes Gelände, weil ich schon gesagt habe. Unbekanntes Gelände, man kann niemals sagen, wie die Entwicklung ist. Wie die Scheiße noch lange gibt. Und mit den Masken, wie die Lüftung und solche Sachen. Aber jetzt reicht es, ey. Anderen Gedanken. Und dann soll Winter solche Sachen anstehen, soll natürlich auch so. Im Winter sollten wir natürlich auch in Wohnung beheizt wohnen, weil wir machen die Heizung an, weil wir natürlich auch so gewohnt sind, auch so, dass wir Heizung anmachen müssen, um nicht zu frieren. Also denk jetzt nicht sagen, okay, lieber frieren, Frieden für die Freiheit oder irgendwas so ein Scherz zu sagen, nee, Heizung bei uns sind sehr wichtig. Ich will nicht, dass wir frieren, sonst muss ich mir eine Decke holen. Und mich da machen und so, dass ich natürlich auch so warm aufgedeckt werde und so, das ist schlampig sowas. Das ist schlecht sowas. Dann bin ich ja natürlich so gesünder, dass man natürlich um 19 Grad beheizen muss und dazu noch ein paar Pullover anhaben oder irgendwas oder so. Und dann die Leute sagen sich, ey, ein Pullover wird nicht reichen. Wir müssen mit Decken zu Hause sein und so. Ey, die letzten, wenn Atomkraftwerke. Verlängerung. Nein, ihr wollt auch abstellen. Und was habe ich gehört? Ja, das genau. Und so was. Kotzt mich an. Und könnt ihr auch die Schuld gegen Putin schicken? Putin hat das Sagen hier. Den scheiß Krieg. Putins Krieg, sage ich vorweg, ne? Ich mag den Putin nicht. Das ist ein russischer Präsident. Weil Putin sagt, wir sind Zensur, ist nicht mit Krieg nicht bezeichnet. Das ist eine Arschoperation. Ich sage immer Sonderoperation, ne? Eine Sonderarschtritten. So, dankeschön. Da kriegst du eine Spritze im Arsch geschieben, wenn sie natürlich das nicht Feierabend machen. Mann. Ja, hat er nur Müll, wenn er Beispiel dann natürlich auch. Ja, der Dings hier, weiß er denn, der Präsident? Donald, ja genau, Donald Trump. War auch mal Präsident gewesen bei der USA. Jetzt, wenn er nicht da ist, gibt's nur Theater. Nicht da ist. Aber der Leute, es gibt natürlich auch so Forscher, und die sagen allen, könnte nochmal Wahlen, noch eine Wahl gewinnen, als nochmal sowas machen. Dann für eine USA-Wahl, dass Donald auch wieder zurückkommen könnte. Naja, die sagen. 2024 sollte man das Ganze auch machen, aber hey Leute. Aber schon ein schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Dieses Fahrzeug, was ihr bekommt auf der Strecke, kriegt es auch zugeliefert. Einfach wer das noch spielt, das Addon hat, kann sich bedienen hier. Wer der Kölnmeister ist, ist es von ihnen Köln Profi Maker hier, der sich bei Köln sehr gut auskennt und ihn auch den hat. Auch die ganzen Sachen. Die ich auch so drin habe, diese religiösen Sounds, die packe ich auch in den Link in der Videobeschreibung zu den Soundmod, weil es den Soundmod drin ist. Und ist viel angenehmer als dieser Rotz-KAQ irgendwas ist. So, bin angekommen. Nächster Halt, Bonn Hauptbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Und dann allen Fahrgästen. Dieser Aufenthalt fährt zurück. Und Richtung Köln Hauptbahnhof. Bitte alle aussteigen. So. Alle aussteigen. So. Und zack. So, das war ziemlich gut. Super. Wir rüsten ab. So. Super. Super. So, Leute. Angekommen und ich hoffe mal, es hat dieses Video gefallen und dann möchte ich gerne neue Abonnenten haben.
Ich freue mich darüber, neue Abonnenten zu sehen und wiedersehen.